Wenn das Wetter verrückt spielt, dann kennt die Landwirtschaft kein Wochenende. Zwei Wochen lang hat es mehr oder weniger immer wieder ein bisschen geregnet, tief am Boden usw. Das Gras ist zwar gewachsen, es war recht hoch, aber vom Eier natürlich keine Spur. Und dann hat es geheißen, jetzt ran an die Säcke. Ballen, verpacken, nachrechnen. Und ich bin eingestiegen beim Ritt auf Itsch und habe gefragt. Wie lange fährst du so am Stück? Ja, heuer lang, ja, weil halt lang kein Höhewetter war. Konzentriert sich jetzt halt allzu viel. Wahnsinnig nass vorher, gell? Ja, haben viel Niederschläge gehabt. Ja. Und jetzt haben wir vor 14 Tagen von einmal so eine Aktion gehabt. Seit da ist es nicht mehr gegangen. Und jetzt halt wieder. Sind jetzt seit dem Mittag um 12. Viertel vor 12 haben wir laufen lassen. Ja. Die ersten Mal der Parade gewesen. Jetzt haben wir 6, ein bisschen mehr. He? Ja, gut, ein bisschen halbe mehr. Halbe 8 ist ja jetzt so. Gut. Ja, und die Nacht fahren wir jetzt durch. Echt wahr, hä? Ja, wir machen jetzt hier in den Häusern und so, wo es Leute herum hat, machen wir jetzt bis um 10 Uhr. Und nachher, wenn es noch 10 Uhr ist und Nachtruhe ist, gehen wir ins Ried dahin. Und jetzt fährst du retour, du musst auch die Mad wieder verwischen, ja, natürlich. Ja, heiter fahren. Sonst müssen sie zu viel nachreden, ja, ja. Wenn sie auch nicht können, früher. Aber haben sie zwar noch da? Ja, haben es da wirklich den Kopf vergessen, gut noch gerechnet, wenn man ehrlich ist. Da ist halt der Buckel, und ja, wenn es Tolen hat lassen, wird schon mal einen Schlumpf haben. Genau. Jetzt so ist ja gut, gell? Aber ist ja so seitlich jetzt dort. Zum Teil hat es noch recht Regen, es hat drückt noch, he? Ja, da geht es schon. Im Bergum muss man nicht. Eben, jetzt kann man im Bergum gerne die steilen Stücke kann man jetzt noch nicht fahren. Eben, gell? Dort muss man es jetzt noch mal ein bisschen trocknen lassen. Hey, du Steuer ist da, das sind noch andere gefährt, he? Ist das alles so? Hoi, hoi, hoi! Also, hast du das Gefühl, dass du hinten alles wieder ein Start, oder wie ist denn das? Nein, ein stufenloses Getriebe, ich habe einfach ein Wendegetriebe. Ich habe hier ja am Steuerrad den Hebel und ich habe hinten Fürsche. Wahnsinn. Aber jetzt so wäre es ja eigentlich, würde ich sagen, gerade. Aber ich warte da hin und her wie ein 70-Jähriger. Ah, du, ich bin ja 70. Ja, ja. Jetzt hast du ja dort den Chef. Jetzt ist die Ballen voll. Jetzt, sieht man da, jetzt habe ich den Knopf gedrückt und die Binnen. Dann geht das Netz rundherum. Ah, hoi, hoi, hoi. Und wenn es fertig gebunden ist, guckt er hier. Ah, so. Und man wirft es aus, gell? Ja, jetzt muss ich hier hinten hydraulisch den Deckel öffnen, dann kommen die Ballen raus, ein bisschen vorne fahren, Deckel zu und weiter geht's. Weißt du, wenn du denkst, das sind jetzt so, ich glaube, oben da ist jetzt schon ein Hektar, viel mehr ist es nicht, gell? Aber da gibt es ein paar Ballen, he? Ja, mehr ist es nicht, sagt man so 10 Ballen auf die Hektar. Jawohl. Aber heuer, weil es jetzt halt irgendwo zwei Wochen später ist, hat es umso mehr Gras. Jetzt ja. Ich halt, ja. Ja. Wüchsig war es auch. Es hat ja, brutal. Es hat dann halt, ja. Ja. Auch waches Wetter gewesen, aber man hat es einfach nicht können ernten. Darum hat es jetzt einen Haufen auf normal gegeben. Und das sind jetzt die Siloballen, oder? Das sind Siloballen, ja. Ja, man ja würde es nicht glauben. Also, wir schütten es jetzt hier umeinander, gell? Wenn wir mit der Kamera, gell? So, aber eben, wie gesagt, jetzt bin ich gespannt. Ja, weißt du, wenn ich hier Rasen mache, denke ich, halt, ja, das ist eine richtige Schüttelpiste hier. Genau. Ja, hast du es eben dort oben? Dort oben bist du drüber. Nein, weißt du, wenn du dort reinschaust, das kann man trügen, gell? Nein, da musst du keine Angst haben. Die Schräglage. Weißt du, ich bin selber mal nach Panzer gefahren. Und dann, gell, seitlich drückt es noch ein bisschen. Je ja, nachdem. Ist klar, ja, mit dem Traktor ist halt der Schwerpunkt höher, wenn ja du wieder den Berg organisierst. Ja, ja. Ja, weißt du, mein Schwager, das kennt der Vater, den schrägen eben, ich darf mir mal nicht zuschauen. Ja. Ja. Du, jetzt kommen da der Frau in die Küche anschauen, mal schauen, ob sie im Kochen sei oder nicht. Jetzt sind wir jetzt Nacht. Jetzt meinst du, bis Mitternacht bist du jetzt dran? Bis am Morgen will er weg. Bis am Morgen, hä? Weil jetzt hat der Wetterbericht eigentlich einmal morgen nur noch bis am Abend um 10 Uhr gut gehabt. Jawohl. Und jetzt habe ich hier den Radar geschaut und andere Bauern unten. Ja. Und jetzt hat hier eine Weile lang das Telefon Sturm geläutet und ja alle gesagt, ob ich nicht unten könnte. Ja, natürlich, ist ja logisch. Die Nacht, weil morgen eben irgendwo um 2 Uhr gemeldet wird. Tut es dann wieder, hä? Ja, ja, ist logisch. Ja, ob es dann wirklich kommt oder nicht, das ist alles eine Sache. Das ist eine andere Frage. Dann sage ich, wenn wir so viel Märkte haben, dass es nachher gleich regnet, gibt es einen Qualitätsverlust. Aber im Berg kannst du es mit dem schon nicht fahren, oder? Moll, normalerweise, Achtung. Ja. Normalerweise schon, aber jetzt ist natürlich das Bodenverhältnis ja nass. Ja, ja. Also mir erstaunt jetzt schon, gell, wie du das hier im Griff hast. Das ist also wahnsinnig, also, muss ich ehrlich sagen. Wir machen es so vor 20 Jahren, eben. Das sollte man schon können. Ja. Dann musst du schon in die Mitte fahren eigentlich. Nein, ja, links und rechts. Nie ah, ja. Aha, also weg. Aha, ja, jetzt. Die Ballen genau sind ja mit 25. Ja, 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 genau. Und dass sie eigentlich schön eben werden, muss man auch gleich lang links und gleich lang rechts. Aber hast du in Deutschland hast du keine Angabe, nicht? Nein, eben. Wie gesagt, wenn man es 20 Jahre macht, sollte man es auch können.
weiss man schon ungefähr, wo man es fahren soll. Ja, es ist es auch, aber du, es kann trügen, gell? Ja, und nein. Schon. Ich habe den Junior auch eingefuchst, der ist jetzt 16 und nicht hören zu fahren. Ja. Und wenn sie jetzt geht es so ein bisschen ein. Also tut mir fürchtig leid, gell? Ich habe die Zuschauerinnen und Zuschauer, also es gewackelt jetzt hat, wie verrückt. Das ist Wahnsinn. Ich kann mich da wirklich erinnern, Schützenpanzer gefahren, hast du mal hinten gehockt, dann bist du dort gesehen, Gewehr zwischen den beiden Helmen, und dann hat sie rumgeschüttet. Hast du manchmal nicht gewusst, was passiert, hinten Trampen offen, dann bist du rausgesehen. Was bist du im Militär? Ich war nicht im Militär, ich bin Zivilschützer. Ja, ja, gut, eben schon. Dort erlebst du das auch, oder? Schwerer Rettungspionier. Jetzt siehst du, das kleine bisschen schräg, gell? Das ist schräg, ja. Und so anhaken, gehst du bei den Steinen, kannst du nicht, gell? Mal, man muss schon schauen, ja. Musst du schon noch schauen, hä? Darum schaue ich auch. Und jetzt wieder in die Kamera, oder? Jetzt wieder Scherf in die Kurve kommen, dann ein Mann in seine Krise, in seine Obstgärten hier. Ja, Krise sind Zwetschgenbäume, ja, genau. Und jetzt geht es wieder bergab hier. Genau. Richtig Bauchs zu. Wahnsinnig. Weißt du, was mir auffällt? Einwendig hin ist eigentlich noch recht still, tut es jetzt mir. Ja, die heutigen Traktoren sind schon einfach komfortabel. Ja. Was macht der Ball? Aha, jetzt ist wieder so weit. Jetzt ist die Ball wieder voll. Aha. Jetzt hat der Mari wieder gerufen, müssen wir wieder ein bisschen retten. Jetzt müssen wir binden und. Aha, okay. Hoi. Jetzt muss ich da ein bisschen anders herfahren, das Ball nicht vertrugeln. Hoi. Ah, ja, sehr. Jetzt muss ich auf die andere Seite da. Und so im Spiegel sehe ich sitzen. Ja, super. Huren geschickt. Ja, es hat ein bisschen gewackelig, aber das will er nur wissen, dass man krampft, gell? Und weißt du, wenn man das denkt, ist schon verrückt. Wenn man letztens wieder gelesen hat, der Landwirtschaftslohn im Durchschnitt, dann wird man fast nicht glauben, 16.50 Franken, also das ist schon wahnsinnig. Gell? Was die Landwirtschaft eigentlich leistet, ist unglaublich, gell? Für das, was man eigentlich dann am Schluss, weißt du, so im Schnitt rausholt, ist schon verrückt. Das ist das andere, ja. Ja. Ich sage auch, wenn es geschätzt wird oder würde werden, dann machen wir es gerne. Meiner ist, wenn man dann noch schräg angeschaut wird. Das ist eindeutig. Ja. Wenn man Produkte erzeugt, dann haben sie das Gefühl. Ja. Du, wie kriegst du da die Aufträge über? Ja, eben. Seit 20 ist die Saison und irgendwann. Mein Cousin hat seinerzeit mal angefangen. Und dann bin ich beim. Und dann weißt du jedes Mal, wie es muss. Ja, die läuten mir halt dann an, ja. Ja, dann schreibe ich es dann auf oder behalte es im Kopf oder je nachdem. Aber du bist doch ein Sportler, gell? Ein Sportler? Ja, also ich meine, da musst du, also wenn du auch ein Sportler bist, dann kommst du auf die Schnäuze, Scherbeln und Flippen. Jetzt fährst du wieder retour, ja, gell? Jetzt ist die Ball wieder voll, ja. Schon wieder voll? Genau. Dann war es also eine zünftige Maß gewesen, ja. Gell, das Zeug kostet ja fast nichts. Das, was da ist, denke ich, ist 250, ja? Mindestens. Nein, 200, ja. 200, ja. Darum tut man ja im Lohfahren, dass nur eine die Investition macht und für die anderen kann. Wahnsinnig. Wie gesagt, die anderen kann es mieten oder die Leistung in Anspruch nehmen. Wir müssen nicht rentieren, wenn nicht jeder so Maschine würde. Da weißt du jedes Mal, wie viel Ball es abgeworfen hast? Das steht ja da, hat einen Zähler oben. Hoi. Ah, und nachher, da musst du die auch noch wieder holen, meistens, oder? Oder schwer bringen? Oder nein, holen sie selber? Die allermeisten Bauern haben heute selber Frontlader und Wägen. Gut. Es gibt zwei, drei Hani, die ich so muss heimbringen muss, aber die allermeisten. Ja. Ja, du, es hat dort oben noch ein paar Mädchen, du, es noch ein paar, Es drückt noch. Ja. Jetzt sind wir dann schon wieder beim Andi da, hä? Also mir ist aufgefallen, sie sind selber gemeint. Also sie haben mir erstaunt, es war ziemlich hoch gewesen, ja, und haben so ziemlich nachgerechnet und haben es die längste Zeit im Mädchen gemacht. Also die sind es für die Basilio-Ballos gibt es jetzt schon 10, denke ich mir an. Oder sind es dann, die sind es locker einen Tag, zwei dran gewesen, oder natürlich? Ja, Ballen gibt es schon nicht mehr. Gibt es schon nicht mehr, meinst du? Ja, da gibt es jetzt schon gut 30 Ballen. Wenn alles da jetzt? Ja. Ja, siehst du noch, so kann man sich täuschen. Also das heisst, das sind jetzt Siloballen, gell? Ja. Da darfst du mal ein Spritzchen reingehen, oder? Ja, nein, lieber nicht. Lieber nicht? Nein, man schaut einfach, dass man irgendwo zwischen 30 und 40, also optimal wäre schon 40% Trockensubstanz, heisst es. Ja, ja, ja. Dann hat man den besten Gärungsprozess. Ja. Wie schon immer. Das ist ja grundsätzlich ist ja ein Prinzip wie Sauerkraut, oder? Dass du eigentlich Vakuum verpacken. Ja. Und dann tust du es gären. Sonst wirst du ja faul. Dann hast du Vakuum verpackt und sie begehren und nicht faul. Und dann hast du noch ein schmackhaftes Futter. Und was sind die, weißt du, die Weissen, da wird dann noch eingepackt, oder? Nehme ich an. Da kommt dann noch, oder? Dann kommt das dann gleich dort, ja. Ja, das ist eben, ihr müsst auch ein bisschen Hand in Hand arbeiten. Genau. Sie haben jetzt eben gerade noch Schichtwechsel gemacht dort. Aha. Okay, irgendwann ist dann wohl fertig. Den Tag durchfährt mein Vater noch. Hoi, jetzt. Und am Abend wird er abgelöst. Ja. Von einem jüngeren Chauffeur. Ja.
Aber wenn man ehrlich ist, wenn du so fertig bist, dann schaukelst du im Bett noch, nicht? Ja gut, im Gegensatz zu dir habe ich einen gefederten Sitz. Ah, das ist der Unterschied! Aber ja, nein, es ist mehr irgendwie... Ja, es ist mehr die Anspannung, oder? Ja, wenn du irgendwo 10-12 Stunden lang kommst, bist du immer angespannt und konzentriert, um alles zu überwachen. Ja. Und wenn es eben mal fertig ist und dann mal hell ist, dann schläft es dann auch ohne, dass man einen Gruß wiegelt. Ja. Aber bei dir könnte man wirklich sagen, Krampfen macht gesund, du machst ganz einen zufriedenen, gemütlichen Eindruck. Ja, genau, hä? Ja. Ich habe schon Ruhe packen können. Ja, ja. Man muss es ja auch ein bisschen gerne machen, sonst machen wir es ja nicht. Das ist ja mit allem. Ja, wenn man es gerne macht, dann ist es einem gleich. Und ja, natürlich. Die Regel gerade da, wo man gerne macht. Ja, natürlich, ja, sicher. Ja, super. Das ist ja so, ja. Jetzt zeigen sie natürlich links an, gell? Ja, ja, genau. Wenn es ganz dumm ist, da zeigen sie an, wenn Ballenball voll ist. Ja, ja, deshalb habe ich es auch nicht bringe ich nur gegeben, drauf respektive. Ja, mal ein bisschen. Jetzt natürlich, gut, mal sieht es ein bisschen. Ja. Jetzt kommt und es ist ein rechts was ist es? Selbst ist eine Art, du kannst einstellen, wie voll das Ball ist. Ah, jetzt ist links rein, jetzt ist er fertig. Kommt, jetzt sind sie um, ist Pieps. Ja, genau. Wenn die Netzbindung auslösen, und dann zeigen sie mir hier, dass das Netz umgeht. Oder? Ja, das ist überwacht, als wenn du mal ist nicht in der Ball noch. Ah, da kommt zuerst ein Netz um, nicht noch der Plastik. Genau. Genau. Sonst würde ich es ja verhutteln. Ah, ja, wenn genau. Es fertig gebunden hat, gut. Ja. Genau. Und ich zeige es euch, wenn hinter der Deckel öffnen. Jetzt kannst du noch hinter die Finger. Also musst du alles manuell machen, he? Genau. Ich kann den Ball raus, dann drücken wir den Deckel wieder zu und dann geht schon wieder weiter. Super. Oh, jetzt muss ich schauen, dass du da nicht Steuer greifen, das muss man auch links leben. Ja, genau. Ja, jetzt kommt der Deckel. Hä? Ah ja, jetzt kommt er. Genau. Hey, schau mal. Wie sagt man dem? Hobby-Schwiegersohn hat hier jetzt übernommen. Ja. Das ist der der Wickel kommt, oder was? Ja. Ja, genau. Ja, Nacht fährt er meistens. Ja. Und der Tag der Vater. Ah, schau, der hat schon eine gemacht. Ja, sagen Sie nicht. Ja. Aber die Köge sind ja schwer, gell? Drückt noch. Ja, je nachdem. Zwischen 800 bis 1000 Kilo, ja. Ja. Aber so eine? Ja. Hoi. Ja, wahnsinnig. Da. Mhm. Und was kostet es? Ist der 30 Stutz oder ist teurer geworden mit dem Strom? Ja, letztes Jahr, wo der Mast so aufgeschlagen hat, weil vorher... Schau mal, ist noch am Rechen. Ja. Schau mal, Leute. Also, du hast ja nichts im Zufall. He? Ich habe den Mast aufgeschlagen. Genau. Ja. Und die Folie und die Netzpreise hängen natürlich auch am Ölpreis. Ja. Und hier hat es einen Aufschlag gegeben. Ja. Muss jetzt schauen, heute ist es eben auch natürlich. Ja, wohl. Von all den Preis gegen den Mastpreis gehen wir mal zurück. Dann. Aber auch noch um die 30 Stutz um. Jetzt ist es 33 Franken. Aha, ja, gut. Wenn wir es am Feldraum führen. Dann gerade. Eben, siehst du, jetzt ist hier der Tisch schon, gell? Ein kleines Bückchen und dann ist es gerade ein bisschen schräg. Das hat man gar nicht gesehen, gell? So. Ja. Aber das ist jetzt stufenlos, oder? Du musst da nicht schalten. Das ist stufenlos. Das ist stufenlos. Ja. Das ist einfach ein Hebel. Jawohl. Und eben, wie gesagt, stufenlos. Wie weiter fühlen, desto schneller als dort hast du noch das Häschen und die Geschwindigkeit, gell, dort rechts. Da ist die Geschwindigkeit. Ja, sehe ich. Ich habe mal probiert mit dem auf dem Schwager. Also ein Schildkrott und ein Häschen, ich habe überhaupt nicht rausgekommen. Ja, so ist es so. Drückt. Wir haben früher noch ganz alte Traktoren gehabt, dort hast du noch mit Zwischengas und das ist der Teufel aus Salz natürlich. Ja, das ist schon schön heute mit der heutigen Maschine. Eben der ist gefedert und klimatisiert und du kannst eben die Fenster alle hinzu. Der erste, den ich habe, hat nachher Klima anlassen. Dann hast du rund um mein Fenster aufgekommen, aber das ist... Aha, hast du auch Klimaanlage hier? Ja, aha. Der Hals ist voll. Ja, jetzt? Ja. Achtung, Bammel. Gell, da musst du Herr Goles, da musst du noch Kurven holen. Ja, ich denke, da gibt es Film, sagt der Eis, da sind noch alle besoffen, aber gut, das macht ja nichts. Das ist Landwirtschaft. Das ist Landwirtschaft. Und jetzt, wenn du denkst, jetzt sind wir da, wie lange sind wir jetzt dahin? Jetzt sind wir 13 Minuten, sind wir jetzt hier dahin. Und du bist also in dem Fall, du bist ja 10 Stunden unterwegs in dem Fall, oder? Locker. Ja, das hat man sicher, ja. Ja. Ja, nein, das sind Ausnahmen. Ja, klar. Bis es so lange nass war, gell? Entschuldigung. Jetzt immer wieder Wetterbericht noch gesagt, jetzt sind wir nicht so gut. Jetzt geht es halt wegen der Freienacht. Jawohl. Im Rieti und Turm ein bisschen älter, dort stört es immer. Ja, in Bülzen sind wir gesehen, gell? Also, apropos Freienacht, wo ist denn der Haras? Hä? Wo ist denn der Haras? Ja, du hockst fast drauf. Nein, ja. Ja, Freienacht ohne Haras geht ja nicht, oder? Bierli gibt es erst, wenn dann alles fertig ist. Aha. Also,
Denk dat je stuur een haar aan de rij, hè? Strik de zaken over, want ze mag het niet lezen. Ja, super. En weg is je toch? Zo gaat dat. Unglaublich, gell? Wenn ihr es gesehen, es schüttelt und schüttelt. Ich habe wirklich alles probiert, aber es drückt Kopf vergessen. Es ist da ein bisschen schräg, wie ihr gesehen. Ja, er hat einen gefederten Sitz, aber selbst allein heisst natürlich noch nicht, dass es für ihn gerade ringer ist. Also wenn man ganz ehrlich ist, das ist einfach wirklich eine strenge Arbeit. Und wir sind ja Gott froh, oder, dass er so etwas gemacht hat. Also ich habe da eine ganz hohe Wertschätzung ab diesem Landwirt. Ich habe vorher auch gesehen bei Maien, oder? Es ist relativ still, muss ich sagen. Da kann man vielleicht unterschiedlich sehen, aber mit uns es ist relativ still. Und es ist halt schon unglaublich, wenn man denkt, wenn man früher dann noch dementsprechend mit einem ja, Schwadenrechen, mit einem Ross unterwegs war, wie man dann noch geschöchelt hat, wenn es korrekt gekommen ist, oder einen Heinzen gemacht hat, das ist natürlich völlig etwas anderes, oder? Und wenn man es dort hinten schaut, ja, morgen soll es wieder regnen, aber jetzt hier, glaube ich, muss er dann richtig Gott her schauen, dann hoffentlich bleibt es jetzt ein kleines bisschen schön. Ja. Wenn ihr wieder einmal so ein bisschen Käse essen, Milch trinken etc. und so weiter, ja, vielleicht denken wir jetzt mal daran, was da wirklich für eine Arbeit dahinter steckt. Und ich muss sagen, wirklich Hochachtung von der Schweizer Landwirtschaft, wo ja zugleich auch eine unglaubliche Landschaftspflege ist. Also da muss ich schon sagen, er kommt jetzt wieder, oder? Dann nehmen wir vielleicht mal noch einen Blick mit, so, laufen noch ein bisschen Louis da. Ja, das ist jetzt einfach mal so, ich weiß noch nicht, eine Viertelstunde oder so, einfach live gewesen. Nicht gerade unbedingt als die besten Bilder, aber ich hoffe, ihr noch ein bisschen einen Eindruck bekommen von dieser extrem grossen Leistung. Und wenn wir in den Landwirt anschauen, gell, gleich 33 Franken natürlich, oder? Pro Ballen, das kostet alles. Und noch die Investition da, das Gefähr 200'000. Und das andere, der, der dann natürlich eben die Wickel macht, noch nicht dabei, das drückt Kopf vergessen. So, und jetzt haben wir gerade Pferde drauf. Jetzt macht er da das Mädchen noch. Und der andere packt den Ballen. Ich laufe mal ein bisschen auf ihn zu. 800 bis 1000 Kilo. Er packt ihn. Wenn man so ein Ebi hat, das drückt im Fall noch. Wenn man der hinten auflädt und vorne kein Gewicht hat, dann kann so ein Ebi tatsächlich lupfen. Da habe ich alles schon gesehen. Gell? Ja, und ihr seht es, wie das umwickelt wird. Ist natürlich eine grosse Logistik und eben auch entsprechend viel Maschinenarbeit und natürlich auch Maschinenkosten dabei. In dem Fall, ja, viel Vergnügen bei dem Film und denken daran, was die Landwirtschaft uns wirklich für ein ungeheuer schönes Leben und Sicherheit bereitet.